Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Blue Alpine TV. In der heutigen Folge sprechen wir über Bitmain, das nun den Antminer für Ethereum rausgegeben hat. Und wir sprechen kurz über das Drama, das an der Deconomy passiert ist, beziehungsweise über die technischen Details, die diskutiert wurden und die euch an die Spitze bringen können, wenn es um Investieren geht. Springen wir gleich in diese erste Geschichte, und zwar hatten wir ja vor ein paar Tagen bereits angekündigt, dass Gerüchte umgegangen sind, dass Bitmain einen Antminer, also einen Ethereum-Miner, rausbringen wird. Und heute ist die Seite abgedatet worden und es sieht so aus, als würde Mitte, Ende Juli dieser Antminer E3 erster Batch für 800 US-Dollar verkauft werden. Für die, die das noch nicht wissen bzw. nicht kennen und bzw. für die das komplett kryptisch ist, was ich gerade erzähle: ASIC Miner sind spezialisierte CPUs bzw. GPUs, also Grafikprozessoren oder allgemein Prozessoren, die genau dafür optimiert wurden, Kryptowährungen zu schürfen, zu minen. Und Leute, die große Mining-Farmen besitzen, die rüsten ihre, meistens die Farmen halt eben mit diesen Antminern aus. Das ermöglicht ihnen eigentlich möglichst effizient Ethereum bzw. Bitcoin zu schürfen und so mit dem eigentlich Geld zu verdienen. 800 US-Dollar, sehr satter Preis, aber wenn man daran denkt, dass es sehr optimiert ist und eben im Normalfall der Preis von Ethereum auch raufgehen wird, dann ist das eventuell ein Investment. Wir mischen uns grundsätzlich nicht zu stark in die Mining-Geschichte ein. Wir kümmern uns um die Fundamentalanalyse, wenn es um Krypto geht. Aber wenn Mining euch interessiert bzw. schürfen, dann ist das eventuell auch ein Investment wert. Falls ihr in Hongkong, Macau oder Taiwan seid, habt ihr leider kein Glück. Dorthin kann man den Miner leider nicht bestellen, aber ich glaube, Europa und so ist grundsätzlich kein Problem. Sehr gut möglich, dass die Dinger ausverkauft werden. Meistens werden diese Antminer monatelang ausverkauft, weil eben die Nachfrage danach relativ hoch ist. Nächste Story, und zwar geht es um die Economy bzw. die Deconomy 2018, die heute und morgen in Seoul, in Korea, in Südkorea stattfinden wird bzw. stattgefunden hat. Und dort ist es ein bisschen zu einer Diskussion gekommen, und zwar Diskussion zwischen dem Ethereum-Gründer Vitalik Buterin und Craig Wright. Man sagt, Gerichten zufolge ist er eigentlich der Bitcoin mitgegründet hat. Man sagt ja, Satoshi Nakamoto ist der Gründer bzw. Ersteller von Bitcoin, beziehungsweise man behauptet eben, und natürlich niemand weiß das so genau, weil die Person ist, wenn es eine Person ist, eben verschollen. Man sagt eben, dass mehrere Leute dort involviert waren in der Entwicklung von Bitcoin. Und Craig Wright war einer der Leute, der dann an die Medien gegangen ist und gesagt hat, ja, ich war daran beteiligt, ich bin Teil von Satoshi Nakamoto, dem Entwicklerteam hinter Bitcoin, etc. etc. Das ist alles ein bisschen eine Kontroverse. Ich möchte hier eigentlich auch gar nicht groß in die Kontroverse reintauchen. Was ich meiner Meinung nach extrem wichtig finde, also im Panel geht es grundsätzlich um die technische Limitierung zwischen Bitcoin und Bitcoin Cash. Und was Vitalik hier macht, ist, er kommentiert das Ganze, also es gibt eine Präsentation, er kommentiert das Ganze aus der Sicht eines Entwicklers und gleichzeitig natürlich aus der Sicht von Ethereum und kommentiert Vor- und Nachteile. Und was hier extrem spannend ist, und ich denke, das ist so ein bisschen die Essenz dieser Story, es wird relativ schnell sehr technisch. Und das kann durchaus sein, dass ihr einen Teil nicht versteht, das ist auch absolut okay, aber ich empfehle euch unbedingt, nehmt euch die Zeit und recherchiert das Ganze ein bisschen, versucht das Ganze ein bisschen besser zu verstehen, auch aus technischer Perspektive, aus Entwicklerperspektive, weil wenn ihr an die Zukunft, sagen wir, von Ethereum oder Bitcoin Cash oder Bitcoin glaubt, dann solltet ihr auch bis zu einem bestimmten Punkt die Technologie dahinter verstehen und auch nachvollziehen können, was gewisse Änderungen oder Entwicklungen bedeuten. Wie gesagt, es gibt auch, und am Anfang gibt es
grundsätzlich auch ein bisschen eine, ich sag mal, ökonomische Diskussion, eine wirtschaftliche Diskussion. Was ist Bitcoin wirklich? Ist eine Währung? Ist eigentlich, ist eine Art wie das digitale Gold, also eine Einheit, die man zum Sparen braucht, beziehungsweise eben zum erst schürft und dann einfach haltet, das dann mit der Zeit an Wert zunimmt. Niemand weiß natürlich so genau, von daher auch ökonomisch bzw. wirtschaftliche Perspektive hier sehr spannend in diesem Tweetstorm. Ich werde das Ganze verlinken. Wie gesagt, es kann durchaus sein, dass ihr einen gewissen Teil nicht versteht, ist auch absolut okay, aber nehmt euch die Zeit und versucht wirklich das Ganze zu verstehen. Ich will das ganze Drama um was hier genau passiert ist, auch nicht groß kommentieren. Ich denke, das tut auch nicht zur Sache. Grundsätzlich denke ich, ist die Drama bzw. die Egos, die hier involviert sind, das ist ein Teil der Story, der interessiert mich oder sollte euch als Investoren eigentlich nicht so interessieren. Was ich denke, ist hier wirklich wichtig, ist, dass man auf objektive Art und Weise eine technische Diskussion hat und sagt, okay, wieso ist Bitcoin Cash entstanden? Wieso brauchten wir diese größeren Block Sizes? Wieso, was möchte Ethereum gegen das Skalierbarkeitsproblem machen? Wie wird Ethereum mit Lightning umgehen und all solche Sachen? Ich denke, das sind alles Themen, die extrem relevant sind für die nächsten Monate, Tage. Und deshalb lege ich euch eigentlich ans Herz, ignoriert mal das Drama drumrum und schaut euch eher die Diskussion hier an auf technischer Ebene und versucht dann wirklich das Ganze auf technischer Ebene zu verstehen. Ja, mit dem sind wir auch schon am Ende der heutigen sehr kurzen Folge. Gebt mir einen Daumen hoch, abonniert den Kanal, abonniert den Podcast und macht mit bei unserem Telegram-Kanal. Wir haben schon ein paar Leute jetzt zusammen und ich hoffe, ich kann euch wertvolle Informationen geben, ein paar News-Updates wie immer und gewisse Links und News und Analysen share ich eigentlich nur im Telegram-Kanal. Das Ganze ist kostenlos, könnt euch dort anmelden und dann kriegt ihr die Nachrichten direkt in eure Telegram-Inbox. Ja, und wir sehen uns im Normalfall morgen wieder. Macht's gut, bis dann, tschüss.